Na, dann schauen wir doch mal, ob ich es hinbekomme. Da, 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 da. Oi, oi, oi. Schneeball, Schneeball. Pam. Au, au. Upsa. Mehr Münzen für alle. Da, da, da. Mehr Münzen, mehr Münzen. Psst. Platt gemacht. Na, na, na. Ah, hier ist was versteckt. Noch ein Schneeball. Da ist er wieder groß. Und hier unten. Ah. Oh, und, oh, 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 ein Geheimnis. Ey, extra Liebe. Was macht der Knopf hier? Ach, das ist ein Trampolin. Boing, boing, boing. Gut, wirklich was bringen tut das aber nicht, ne? Ah, das ist drin. Meieiei, hält er gleich mal auf. Ist hier auch was drin? Da ist nichts drin. Boing. Komm mal mit. Au, ah! Das war doof. Hallo Bömmchen, machst du das kaputt für mich? Ah, ah, verarscht. Moment. Das ist das falsche Spiel. Ich bin gleich wieder da, Moment. So, nachdem wir das geklärt haben, spielen wir jetzt mal wieder ein bisschen meinen Test. Wir sind aber irgendwas stehen geblieben hier hinten. Wir wollten da ja nochmal gucken, dass wir... das Haus dort ein bisschen ausbauen und eventuell auch mal gucken, dass wir den Wald vielleicht mal so ein bisschen anfangen jetzt, ne? Baumfarm, die ist ja da schon gut gewachsen. Oder auch nicht. Also semi-gut gewachsen. Na, wir holen mal hier weg. Gucken wir mal, was wir dafür bekommen. Bei einem vollen Inventar? Gar nichts. Upsi. Wir schmeißen mal ein bisschen Holz weg, so. Und dann können wir auch ein bisschen Sachen aufnehmen. Ja, vielleicht die Setzlinge mal zuerst und dann den Kram hier. Ah, was kriegen wir denn hier alles? Ei, ei, ei. Da, 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 dam. Oh, habe ich hier gerade einen weggemacht? So, 6 Setzlinge. Das ist doch wunderbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsam wird's, ne? Wir können den eigentlich hier mal mit dazu tun. So. Gut, dann haben wir hier unsere Kiste. Da kommt 56 rein. Ja, da müssen wir halt mit leben. Das bleibt halt so. Das ist dann halt so. Ja, und hier die Wand... die müsste ja eigentlich auch irgendwie eine volle Wand sein. Wir lassen sie auch erstmal so, das ist schon okay. So, hab ich... Ich habe ein bisschen Kies. Wir können mal eben kurz hier hinten hingehen. Und mal schauen, ob wir ein bisschen Kies irgendwie noch eingraben können. Ja. Da ist ja sogar noch ein bisschen Lücke. Guck mal hier. Ups. 4... Und hier ist dann... Ja, hier ist sowieso Ende. Dann kommt man hier hin. Vielleicht kann man hier dann irgendwie noch runterbauen. Hier hätte ich ja auch schon mal geguckt, ne? Hier ist Höhle und so. Da kann man ja auch noch mal runter irgendwann. Wir gehen jetzt erstmal zurück und gucken mal, ob wir vielleicht am Keller ein bisschen was machen können, solange wir auf die Baumfarm warten, dass da wieder gewachsen wird. Es wird gewachsen hier! Oh, ich habe hier übrigens... Sieht ja nicht so schön aus, ne? Wollen wir uns mal hier irgendwo bedienen? Nee. Vielleicht habe ich ja noch was. Nee, ich habe nichts. Außer Chaos. ja, hier unten, Weg und so, der ist 4 breit. Der geht eigentlich von der Breite her. Schöner wäre natürlich, wenn es irgendwie so eine ungerade Zahl wäre, dass man dann irgendwie eine Mitte hätte. Aber so passt das schon. Das ist schon in Ordnung.
Sieht normal aus. Was auch immer da los ist. So. Da habe ich was gebrannt. Hier kann eigentlich... Bist du besoffen oder was? Da unten rein. Hallo? So, Kiste, Kiste, Kiste. Der Keller muss ja auch für irgendwas genutzt werden. Jetzt hat die Frage, wie und wo wir die Kisten hin tun. Wir machen einfach erstmal eine Doppelkiste und dann können wir nämlich mal gucken. Wir wollten jetzt auch nicht zu sehr vollmüllen den Keller. Man kann natürlich hier irgendwie alles... Mach das mal mit Erde. Kann natürlich alles irgendwie mit Kisten zuballern. Hier und hier und hier und hier und hier und hier und hier. Das wirkt dann so voll. Was man machen könnte, eine auf dem Boden. Und dann müssen wir gleich mal gucken. Was nehmen wir da? Holz ist, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Idee. Ja. Kann man nämlich mal schauen. Ach, guck mal, hier ist auch noch was drin. hier so Ecken. Moment. Genau. Solche Ecken oder solche Geraden? So gerade kann man nicht hier auch... Oh Gott, sagen. So, dann gehen wir auch mal runter und dann müssen wir mal gucken, wie wir die Dinger jetzt vernünftig ausrichten können. Das ist wahrscheinlich dann auch wieder so Schraubendreher-Action angesagt. Natürlich ist Schraubendreher-Action angesagt. Oder kann man die... Kann man die? Ah, man kann sie, okay. Gut, wir werden um den Schraubendreher herumkommen. Das ist schon mal ganz schön. Müssen wir uns hier eine kleine... kleine Hilfestellung bauen. Dann kann man nämlich einen dahin platzieren. Nee. So ein Unsinn! Ein dahin und ein dahin. Ja. Gucken wir doch mal, wie das aussieht. Und dann stellen wir nämlich... Ach, die müssen eins höher, nicht wahr? Da kommen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr um Schraubendreher drumherum. Ach. Und all das nur, um zu gucken, ob das gut aussieht. Ja, doch, wir werden um Schraubendreher drumherum kommen. Mehr oder weniger, oder? Ja. So. Ja, dann ist eine Kiste steht hier oben. Und wir haben ja auch ein bisschen Holz. Da kann man dann gleich mal oben gucken. Ja. Numero uno. Ja. Ach. Hallo. Können. Oh, what here? Bisschen schmaler. Wir probieren mal, wie das aussieht.
Nicht aufmachen. Hallo? Ich mach doch Shift und cool. Big Truhe. Darauf erstmal Kakao. Einen guten, guten gesunden Kakao aus dem Tetrapack. Ach, delicious. Und wieso kann man jetzt hier mit Shift? Das kann man mit Shift runterplatzieren. Das kann man mit Shift nicht runterplatzieren. Ja, die Mod funktioniert hervorragend. Ich bin begeistert. Und kriege jetzt zwei Kisten. Ja, ich kriege immerhin. Immerhin. So, dann machen wir hier mal behelfsmäßig. Besser, ne? Ist besser. So. Zack. Zack. Man kann sogar noch drunter laufen. Machen wir mal ein paar Truhen. Ja. Big Truhe is in the house. Yo, yo. Ach ja. Übersetzung und so weiter. Ist alles eine Frage des Wollens, ne? Alles eine Frage des Wollens. Ich habe meine auch immer noch nicht übersetzt. So bin ich. So kennt man mich, so liebt man mich. So. Truhe, 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 Truhe. Da haben wir hier zumindest ein bisschen Lagerplatz. Das machen wir hier drüben auch noch. Und dann hier so der Mittelteil. Ja, ich glaube, hier lassen wir das mal so ein bisschen freier. Ah, das ist, glaube ich, so schon ganz okay. Man könnte die natürlich auch hochkant stellen. Geil wäre das, wenn die in der Mitte oder eher so mittig wären als hier am Rand. Und hochkant würde, glaube ich, auch nicht so gut aussehen. Nee, so schon in Ordnung. Hier hinten wäre natürlich noch so eine Ecke. Das wäre schon ein sehr spezielles Teil. Ah, wir machen mal nochmal 4. So. Da reicht genau. Sehr schön. So, zack, zack. 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 Na. Zack, habe ich gesagt. So. Und dann machen wir nochmal wieder ein paar Truhen. So. Big Truhe is in the house. Yo. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. So. Ups. Kann man nicht hier auch Truhen draus machen? Oh Gott sagen. So. Zack, zack. Okay, ich lasse es. So, weiter geht's. Wir brauchen hier noch mehr. Eine Truhe. Zweite Truhe. Dritte Truhe. Vierte Truhe. Naja, fast. Zwei. Drei. Ach, guck mal, als wenn es gewollt wäre. So, zack, 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 zack. So, und schon haben wir ein bisschen Lagerplatz hier unten. Den könnte man natürlich auch von hinten noch unsichtbar mit einem Lagersystem verbinden, was wir ja auch nochmal irgendwann machen wollten. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Hier ist natürlich ein bisschen dunkel, ne? Vielleicht machen wir den erstmal zu. Hier, wir nehmen mal hier die Steine und dann gucken wir mal. So. Ihr seht wahrscheinlich jetzt gerade irgendwie so gar nichts. Guck mal, hier eine Doppeltür rein und dann passt das, ne?
Ach, da muss ich gebrannte für haben. Ah. Da war ja was, da war ja was. Ach, ich habe hier noch welche von. So. Oder halt tatsächlich eine Tür rein. Ah, wir machen es erstmal zu. So. Da können wir uns dann immer noch mal drum kümmern. Der Eingang ist noch zu. Wobei, ehrlich gesagt, vier breit ist gar nicht so schlecht. Eben tatsächlich, weil man hier eine Doppeltür in die Mitte setzen kann. Gut, so, Lager, Lager, Lager. Man kann hier zwischen natürlich nichts mehr anbringen. Kann nur hier zwischen was anbringen. Kann man dann oben unten irgendwie Schilder dran machen und sagen, guck mal, hier ist das drin, da ist das drin. Schilder, 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 Schilder. Schilder kriege ich, glaube ich, hin. Ja. Gucken wir mal. Ne, das war ein Kampfschild. Wir brauchen eins mit dem Stiel unten dran. So eins brauchen wir. Und gleich vier Stück? Ja, wunderbar. Noch besser geht's doch gar nicht. Zack. 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 Und dann... Ah, die kann man nur einzeilig beschriften. Ja, ja, da war doch was. Ja. Oben. Leer. Nee, links, rechts. So ein Quatsch. Links, leer, rechts, leer. Dumm. Moment. Hä? Bin ich blöd? Gut, wenn man es richtig schreibt, findet man es auch. Holzschild. Nee. Schwarze Farbe. Gut. Schwarzer Farbstoff. Den macht man doch bestimmt aus Kohle, oder? Dann haben wir doch irgendwo Zeugs. Haben wir in der Zeugskiste haben wir noch Kohle drin. Dann gucke ich doch mal, ob wir da irgendwie schwarzen Farbstoff draus machen können. Ah. Ne, guck mal hier, wir haben doch hier eine Bergbaukiste, da ist doch auch schon Flint drin. Gut, so. Ah. Und jetzt wieder rüberlaufen. Natürlich wieder rüber. Wir können hier kurz mal gucken. Guck mal hier. Langsam, aber sie wächst. So ein riesen Blockkaktus nachher. Meine Güte. Und Kürbis haben wir eigentlich Kürbis irgendwo angebaut, wo ich den da gerade sehe. Kürbis haben wir, glaube ich, noch gar nicht angebaut. Ne? Mal ein bisschen. Oder wie siehst du das, ne? Ja, ne? Ne? Was willst du? Kürbisse, Kürbisse. Dann gucken wir mal, dass wir irgendwo Kürbis hin tun. Wo wir eh gerade dabei sind. Es ist ja nichts, was man jetzt irgendwie machen müsste. Ganz dringend. Guck mal, hier ist überall der ganze Ackerkram. Sollen wir den Kürbis hier mit hin machen? Ja, ne? Machen wir den Kürbis hier hin. Das heißt, warum ist das hier nicht zusammen? So. Kürbis. Kürbis? Kürbis? Eigentlich muss ich mal nachgucken hier. So. Pumpkin. Pumpkin Slice. Mit dem Hackerbrett. Mhm. Pff, jetzt kein Bock drauf. So. Jetzt schmeiße ich hier die Sachen schon weg, meine Güte. Gut, dann machen wir den Kürbis irgendwann ein anderes Mal. Ist hier alles kein Problem. Wir haben ja Zeit.
Lololo, tschüss Haus. Wieso ist da eine... Wieso? Ich verstehe es nicht. Und die Baumfarm ist schon wieder gewachsen, sehr schön. Die Kuh, die wollen wir gleich mal befreien, würde ich sagen. Na, vorher Inventar aufräumen. Zumindest so weit freimachen, dass nicht alles wieder auf dem Boden liegt. Alles nur Zeug. Nix mehr, was da reingeht. Bis auf die Erde, die ich natürlich nicht angeklickt habe. Ne? Man kennt das. So, Schilder wollten wir machen. Also, auf ein neues. Wooden Sign. Nur eins. Numero 2. Numero 3. Kann man da nicht auch das Holz mischen? So. Da geht's zumindest. Und... Ah, guck mal hier. So, jetzt haben wir auch die richtigen Schilder. Dann kann der Kram hier nämlich wieder weg. Die braucht doch kein Mensch, diese Schilder. Ah, guck mal, da kann man immer mehr Zahlen machen. So. Links leer. Rechts auch leer. So. Oh, ist das aber sehr, sehr knapp, der Platz, ne? Ah. Leer. Na? Da muss man dann gucken, da kann man ja gar nicht viel hinschreiben. Oder wir müssten gucken, oben links, unten rechts oder sowas. Na ja, gut. Prinzip ist klar, die anderen Schilder lassen wir erstmal so, wie sie sind. Und dann eben, wie gesagt, von hinten kommt man ja dran. Da kann man dann hier an den Dingern von hinten das anschließen und dann hat man dann da sein System. Gibt es nicht auch noch andere Schilder? Und kann man hier nicht einen Craft Guide draus machen? Guck mal, da kann man einen Craft Guide. Dieses hässliche... Was soll das sein? Was soll das darstellen? Ich verstehe es nicht. Über die Tür. Ich glaube, das ist schön. Und er merkt sich auch, wo wir waren. Okay, das ist okay. Sein. Man kann so Richtungsschilder machen. Ach, das kann man dann für den Trampelpfad vielleicht benutzen. Ja? Klar. Ach so, gut, okay. Und hier die... Ein Label. Ach, da kann man dann Sachen mit durchnummerieren. Straßenschilder. Banner. Ah, eine kleine Banner, oder? Ach so, Street Sign. Das wird zum... Das. Wie sieht das aus? Gut, wir lassen sie erstmal so, wie es ist. Dieses hässliche Ding will ich nicht über der Tür hängen haben, ganz ehrlich. Das kommt in den Keller. So. Kann dann hier hängen. Weg damit. Vielleicht mal eine eigene schöne Textur zu bauen oder so. Lododo, hier draußen ist schön. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Ah, dann kommen wir. Wieso schmeiße ich immer Sachen weg? Kann man nämlich hier mal gucken. Dass wir hier einmal durch die Baumfarm fliegen. Oh, wow, wow, wow. Ja, schon gut gewachsen.
Machst du die anderen jetzt nicht, oder? Hm, schade. Verrückt, warum geht das nicht? So. Gut, zumindest alles im Inventar. 18 Setzlinge ist auch eine gute Anzahl. Können wir nämlich hier gleich mal ein bisschen nachbestücken. Ah. So. Und ab jetzt arbeitet die Baumfarm produktiv, das ist schön. Gut, dann rein damit. Dann ist die Kiste nämlich bald voll. Da haben wir wieder ordentlich Brennmaterial. Dann können wir nämlich mal gucken, dass wir zumindest schon mal zwei Bäume von unserem tollen Wald pflanzen. Wir forsten hier mal richtig auf jetzt. Zack. Bam, bam. So. Gut. Aufgeforstet. Hinaufgestiegen. Ja, gucken wir mal. Das Haus, das Haus. Dann kann man hier natürlich auch irgendwie nochmal irgendwann was machen. Da hinten ist wieder nicht geladen. Warum ist nicht geladen? Und zoom kann ich auch nicht. Ja. Jetzt müssen wir eigentlich warten, bis das hier wächst. Miau! So, hier ist auch schon wieder gewachsen, das ist gut. Nee. Wieso lässt du die da drin? Was soll das? Mach die auch weg. So. So viel zur produktiven Arbeit der Baumfarm. Wir machen Verlust. Och Mann. Da ist doch scheiße sowas. Kriegen wir hier vielleicht aus den Dingern irgendwie noch was raus? Sorry. Gucken wir gleich mal. Das ist aber so Setzling-mäßig ist da glaube ich auch nichts mehr, ne? Oh, doch, doch, doch. Setzlinge, na, immerhin. Zack, zack. Ein bisschen Müll in die Kiste. Die könnte man natürlich auch irgendwie unterirdisch anschließen und als Quelle von Brennmaterial benutzen. Ja, das wäre doch auch was. So. Weiter massiv aufforsten hier. Ich sehe auch irgendwie gerade nichts. Warte mal. So. Ah, man kann wieder gucken. So, jetzt haben wir hier. Dann machen wir hier mal weiter. Dann machen wir hier nochmal einen hin vielleicht. Da noch einen hin, hier wieder einen hin, hier einen an den Rand, ja, und abfahren. Ja, so zieht sich jetzt den Rest des Let's Plays dann durch, ne, bis dann der ganze Wald aufgeforstet ist. Hab ich hier gerade einer angegrunzt? Hier vielleicht mal ein paar Fackeln wegmachen. Soll ja alles im Dunkeln liegen nachher. Na, dass dann auch nur der Weg beleuchtet ist. Ein Gruselwald. Ja, es ist schon ziemlich dunkel. Da ist auch, naja, hier ist auch noch was. Wieder nicht durch.
Denn nicht. Ah, hier, die kann bleiben, die kommen weg. Ach, da hinten wird es dann tatsächlich weitergehen. Dann könnte man ja hier einen Tunnel durchmachen. Aua. Oder? Ne, Tunnel kann man hier nicht durchmachen, so wirklich. Hm. Ja, er würde halt hier rauskommen wieder, ne? Und dann würde es hier weitergehen. Gut, und hier wäre dann, eine Klippe. Naja, gut. Ah, oha. Es sieht schon nice aus, ne? Kannst du nichts sagen. Es ist schon... Ach, guck mal, hier ist auch wieder so eine Lücke hier hinten. Ist schon schön. Schon schön hier. Ja, ja, ja. Schon schön. Vielleicht machen wir es doch. Ist hier noch irgendwas? Hat sich auch nichts verändert, wie man sehen kann. Ja. Upsa, ja, das sieht gut aus. Da muss es hin. So. Da. Ein bisschen wegmachen hier. Oh, die Baumfarm, die wächst munter vor sich hin. Das ist ganz gut. Glaube ich, das Gröbste an Fackeln weg. Da unten sind noch welche. Ja. Und hier müsste es dann ja nach oben gehen, ne? Also ab hier geht es dann weiter. Bisschen um die Ecke gucken. Na komm. Falsches Werkzeug, egal. Oder innen drinnen weiter nach Weil von außen wäre dann ja hier genau die Kante. Das heißt, hier von außen müsste ja dann irgendwie zugebaut werden. Erstmal die ganze Beleuchtung mit wegmachen hier. So. Niemand braucht Licht auf dem Weg. Ah, da kommen eh noch Straßenlaternen hin. Also von daher. Wird es dann hier rauskommen? Naja. Die Frage ist halt wo. Also hier würden die Treppen anfangen, hier hinter. Das heißt... Weg. Treppe. Ups. Treppe. Da. Ja, die sprudelnde Quelle, die wir ja hier. Also von daher. Von daher passt das. Ups. Du. Nur wie man es dann da an der Seite macht, dass es noch halbwegs okay aussieht, das ist natürlich dann immer die andere Frage. Kies. Und ab da dann eben die Treppen. Ich habe natürlich weder den Hammer noch das noch irgendwie Kies dabei, ne? Wir schauen mal eben. Bei den Möbeln haben wir auch nichts mehr. Kies haben wir noch ein bisschen was. Das heißt, kann ich eigentlich, habe ich das mal eingebaut? Nein, habe ich nicht eingebaut. Wäre aber mal eine coole Idee, ne?
dann müssen wir das halt manuell machen. Ja. Seltsamerweise, weil ich das Zeug und hier. So. Komm, 20. Ich sollte vielleicht ein bisschen Kies mitnehmen. Ich glaube, 4 waren das oder waren es nur 3? Hier müsste eigentlich auch zu, ne? Dass wir das bis hier ranziehen oder so. Na, wir schauen mal. Ach, es wären nur 3 gewesen. Na gut. Kann man hier ja schon mal andeuten. So. Treppe. Und hier oben wird es dann so wegmäßig weitergehen. Dann sind wir zumindest schon mal auf der richtigen Seite. Jetzt hätte ich vielleicht doch irgendwie ein bisschen mehr Kies mitnehmen sollen, ne? Naja. Oh, so wäre dann der Weg. Und hier an der Seite, das sieht natürlich so ein bisschen komisch aus. Ah, hier, da muss man mal gucken, dass wir irgendwie schön hochkommen. Wahrscheinlich auch hier mit Koppeltreppen von unten dran gesetzt oder so, dass es. Oder ne, hier mit den Steinziegeltreppen von unten hier an die jeweils dran gesetzt, umgedreht. Und da drauf dann eben Cobblestone-Treppen, dass es da auch diesen Absatz dann drin gibt. Da müssen wir mal gucken, wo wir das machen. Ich würde sagen, einmal Baumfarm machen wir noch, dann forsten wir noch ein bisschen auf und dann sollte das ist mit dieser Aufnahmesession dann auch wieder gewesen sein. Wollen wir uns auch nicht zu sehr übertreiben, ich wollte nur schnell mal eine Folge machen. So, nimmst du diesmal bitte alles, dankeschön. Und hier bitte auch. Dankeschön. Ja, man muss anscheinend immer dabei stehen, damit er das macht, ne? Wenn ich jetzt weggehe. Oh, da ist ein neuer Baum gewachsen, das zählt nicht. Oh, mein Inventar ist wieder voll. Ach du Scheiße. So. Ne? Na, kann ich dran? Ne, kann ich nicht dran. Aber hier oben steckt noch was. So. Die lässt er einfach stehen, ne? Eiskalt. Oha, da riechen jetzt Bäume. Blätter. Blätter weg. Blätter weg. Und Setzlinge gibt es diesmal auch ein paar, das ist ganz schön. Alles einmal einstecken. Oh, vielleicht mal ein Häppchen essen. Das bleibt da jetzt drin für immer? Nein. So. Alles mit? Ja. Dann Setzlinge hinein, damit Baumfarm wieder aufgeforstet. So, was haben wir denn hier für ein Ergebnis diesmal? 13 Setzlinge. Läuft. Können wir eigentlich mal gucken, ob wir vielleicht mal die Baumgrenze hier irgendwie ziehen, so langsam, ne? Was machen wir hier? Bis hier? Bis hier unten. Ich glaube, hier machen wir so ein bisschen Grenze. Auf der Ebene? Nein, auf der Ebene hier. Dann haben wir nämlich zumindest schon mal ein bisschen unsere Grenze angedeutet. Oh, sieht alles etwas sehr gleichmäßig aus. Doch, hier geht's.
So, und dann geht es dann hier weiter, hier rum. Hier rum, hier rum, hier rum. Hier hoch. Hier. Oh, gucken wir mal, ob wir hier vielleicht einen etwas breiteren, irgendwie so einen Versorgungsweg runter zum Wasser machen oder so. Ja, und dann hier und dann. Hier hinten, da hinten rum, da hinten. Ja, bis hier vielleicht oder so. Und dann hier langsam hinten da an den Wald wieder anschließen. Dann ist da freie Fläche und oben ist auch frei. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht mal so blöd. Jo, ich glaube, so machen wir das. Da ist schon wieder eine Fackel. Wer hat denn da die Fackel hingesetzt? Welcher Idiot hat da die Fackel hingesetzt? Zack. Ja, die Baumfarm funktioniert auf jeden Fall. Das ist ganz schön. Den haben wir auch zumindest schon mal ein bisschen angedeutet hier, den Aufstieg. Kürbisse haben wir auch gepflanzt. Ne, haben wir nicht gepflanzt. Na, Kürbisse wollte ich ja mal gucken, wie das geht. Und dann sollte es das mit dieser doch sehr, sehr kurzen Aufnahmesession gewesen sein. Ich mache da, glaube ich, keine Mehrfachfolgen draus, sondern nur eine. Das ist, glaube ich, okay. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschö.